So. Dann warten wir mal, bis das Telefon aufhört zu klingeln. Moneten für Raketen. Bei geilem Scheiß feiern wir Shampoos beten. In diesem Zustand noch nie da gewesen. Skurriles trifft auf Raritäten. Das musst du sehen. Moneten für Raketen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moneten für Raketen. Ja, diejenigen unter euch, die sich für das Thema Fußball nicht so richtig interessieren, die haben natürlich jetzt in den letzten Tagen richtig Pech mit unseren Folgen gehabt, weil es dreht sich alles um das runde Leder. Wir veranstalten am 9. und am 10. Dezember im Fußballmuseum in Dortmund eine große Auktion mit der Sammlung eines ehemaligen Fußballweltmeisters. Was heißt ehemaligen Fußballweltmeisters? Er wird immer Fußballweltmeister bleiben. Horst-Dieter Höttges, 1965 mit dem SV Werder Bremen deutscher Meister geworden, 1972 Europameister in Belgien und 1974 Fußballweltmeister in München im großen Finale gegen die Holländer 2:1. Das Endresultat. Ich habe euch mal ein paar Sachen wieder mitgebracht, die wir dort während der Auktion versteigern werden, um die euch ein bisschen besser zu präsentieren. Guckt mal. Hier zum Beispiel ist ein Foto. Dieses Foto stammt aus dem Jahr, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, 1968. Man könnte ja sagen, ja, hat ja irgendjemand mal ein Foto gemacht. Aber auf der Rückseite kann man erkennen, es ist ein Original-Pressefoto. Von diesen Pressefotos wurden über die Jahre viele, viele vernichtet. Manche wurden digitalisiert, sodass man die in digitaler Form noch hat. Aber die eigentlichen Bilder, tja, davon gibt es nur noch einen Bruchteil von denen, die ursprünglich mal angefertigt wurden. Hier zum Beispiel war es ein Nationalspiel, ich glaube es gegen Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Genau, gegen Österreich in Wien. Und es gibt hier immer so kleine Zusatztexte, die damals von der zuständigen Agentur mit auf diese Bilder geklebt wurden. Nicht immer, aber häufig. Fast immer gibt es halt, oder eigentlich immer gibt es hier diese Copyright-Stempel. Und wenn so etwas auf so einem Foto drauf ist, dann könnt ihr sehen, es handelt sich um ein Original. So, ein Original wie dieses. Hier zum Beispiel ein weiteres. Werbeauftritt von Horst-Dieter Höttges. Auch so aus der Zeit um 1970, höchstwahrscheinlich kurz vor der WM in Mexiko. Man sieht hier die World Cup-Bälle, ja, in Szene gesetzt. Er hier in der Jacke der deutschen Fußballnationalmannschaft. So, und einfach mal so ein kleiner Promotion-Termin für den Eisenfuß. So. Guckt mal diese beiden Bilder ganz genau an. Auf beiden Bildern ist die gleiche Jacke zu sehen. Ja, diese Jacke wurde vom DFB für die Nationalmannschaft zur Verfügung gestellt. In den Jahren circa 1968 bis 1970. Und wir sind ja nicht irgendein YouTube-Kanal, sondern wir sind Moneten für Raketen. Und natürlich haben wir für euch eine dieser Jacken als Original. Hier ist das gute Stück. Hervorragender Allgemeinzustand, ja, getragen von Horst-Dieter Höttges über die Jahre, vielleicht sogar bei diesem Werbetermin und vielleicht sogar bei diesem Nationalspiel. Absolut guter Zustand, keine Risse, keine Löcher. Natürlich hier mal ein winziger kleiner Fleck, aber ansonsten nichts. Die Bündchen gut, selbst der Reißverschluss ist noch heile. So etwas habe ich zuvor noch nie gesehen, dass so etwas angeboten wird irgendwo und dass ein ganz normaler Mensch, ein Otto-Normalverbraucher, ein großer, großer Sammler die Möglichkeit hat, so eine Jacke zu erwerben. Und das mit der Garantie von uns, dass es sich um ein Original handelt. Ein wirklich absolut geniales Teil, was ich am liebsten selber behalten und regelmäßig anziehen würde. So, weitere Schnappschüsse. Hier, die deutsche Fußballnationalmannschaft 1970 in Mexiko chillt im Stadion vorm Spiel. Ja, richtig cool, sitzen sie da alle. Hier, soweit wir es recherchieren konnten, 1970 auch in Mexiko. In irgendeinem der Hotels, der Hoteldirektor begrüßt Vogts und Höttges und bedankt sich dafür, dass die deutsche Nationalmannschaft sich dafür entschieden hat, in genau diesem Hotel abzusteigen. Auch hier
guckt euch mal die zu sehenden Jacken an. Also auf diesem Foto hier ist es etwas besser zu sehen, weil dies ist ein bisschen weiter weg. Es sieht gar nicht nach richtigen Trainingsjacken aus, weil es gar nicht so ganz richtige Trainingsjacken sind. In Mexiko ist es in der Regel warm und deswegen hat die Firma Adidas sich etwas ganz Besonderes überlegt. Sie haben eine Art Trainingsjacke herausgegeben, die auf den ersten Blick so wirkt wie ein Bademantel. Also es ist nicht so dick wie ein Bademantel, aber es hat einen ziemlich identischen Stoff. Und auch diese Jacke habe ich natürlich jetzt hier in unserem YouTube-Studio, um sie euch zu zeigen. Auch hier ein wirklich toller Erhaltungszustand. Ja, man sieht hier wirklich dieses ganz, ganz weiche Material, was höchstwahrscheinlich den Schweiß noch besser aufgesogen hat als diese eigentlichen Trainingsjacken, die ja zu der Zeit damals aus viel, viel Kunststoff bestanden haben. Alles ist enthalten, selbst die Knöpfe sind noch dran. Es ist nichts kaputt, es ist nichts verwaschen, nichts eingelaufen. Die Bündchen befinden sich in einem wirklich herausragenden Zustand. Also meiner Meinung nach ein museales Exemplar, was wirklich in eine ganz, ganz gehobene Sammlung gehört. Wirklich tolles Teil, unglaublich. Und wenn mir jemand noch vor 2 Jahren gesagt hätte, dass ich so etwas jemals in Händen halten würde, um es euch zu zeigen, ich hätte ihm wirklich einen Vogel gezeigt. Also ein fantastisches Teil, die Originalität durch diese Fotos mehr als nur belegt. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, wenn man dort mitbietet, dass man irgendwelchen Fakes aufsitzt oder irgendwelche Sachen kauft, die gar nicht original sind. Alles ist bei uns natürlich belegt. So, habe ich noch was? Ich habe natürlich noch viel, viel mehr, aber das zeige ich euch noch nicht. Das zeige ich euch, glaube ich, in der nächsten Folge. Oder ich habe mich umentschieden. Ein Highlight habe ich noch. Denn das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Noch eine Originaljacke und diese ist noch etwas älter. Diese Jacke hat die deutsche Fußballnationalmannschaft 1966 in Wembley getragen. Es gibt zahlreiche Bilder im Internet, wo man Overath und Co. in solchen Jacken sieht. Und natürlich hat auch Horst-Dieter Höttges eine dieser Jacken gehabt. Doch er hat seine nicht weggeschmissen, verkauft oder verschenkt, sondern er hat diese aufbewahrt. Und zwar bis heute. So etwas, wirklich ein unfassbar schönes Teil, oben in den Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold. Es wird nicht mehr sehr, sehr viele davon geben. Ich habe neulich auf einem Magazin der Nationalspieler mal eine Jacke gesehen, die abgebildet wurde. Aber vielleicht gibt es noch 2, 3, 4, 5. Mehr werden sicherlich über die Jahre nicht überlebt haben. Unfassbares Teil, was wir euch hier präsentieren können. Ja, und diese Jacke wurde auch mit Stolz getragen. Zum Beispiel gab es zu dieser Zeit viele Sammelbilderalben. Ja, und in diesen Sammelbilderalben, da sind immer die Spieler abgelichtet worden. Wir zeigen euch jetzt mal, wir blenden euch das ein, das Bild, in dem Horst-Dieter Höttges mit dieser Jacke zu sehen ist. In jungen Jahren. Ich finde, ein absoluter Kracher. Gut, jetzt soll es aber endgültig gewesen sein. Denkt daran, 9. und 10. Dezember diesen Jahres, Fußballmuseum Dortmund. Ihr könnt uns gerne besuchen kommen. Ja, ihr könnt live dabei sein, eure Bieterkarten in die Höhe schwingen und vielleicht dann bald stolzer Besitzer dieser 66er Vize-Weltmeisterjacke sein. Ja, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail. Entweder an info@monetenfuerraketen.de oder an info@fußballmuseum-auktion.de. Wir werden euch sofort antworten. Auch unsere Homepage www.fußballmuseum-auktion.de ist mittlerweile prall gefüllt mit den Artikeln, sodass ihr euch dort einen richtig guten Überblick verschaffen könnt. Also, wir freuen uns auf euch. Denkt immer daran, wer den Schiedsrichter beschimpft oder beleidigt, muss mit der Verweisung vom Sportplatz rechnen. Moneten für Raketen.